Hallo zusammen, hier ist wieder heute der Antolfine für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal ein Achievement angucken, was wir nur temporär erspielen können. Und zwar haben wir aktuell den Nordend-Pokal. Der geht hier vom 30.04. bis einschließlich 15.05. Und in den 2 Wochen haben wir die Möglichkeit, ein paar Rennen hier in Nordend zu fliegen und uns ein paar Achievements zu holen. Und ja, da ist es wieder, wie es die letzten Events auch schon der Fall war. Wir haben einmal ein Normalrennen, dann haben wir fortgeschritten und umgekehrt und dafür gibt es dann auch ein Meta-Achievement. Wir wollen das Ganze jetzt diesmal im fortgeschrittenen Modus machen, also quasi alle Rennstrecken. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 12 Stück insgesamt. Und ja, alle hoffentlich soweit in Gold. Normal mache ich kein Video, weil das sind quasi dieselben Strecken wie fortgeschritten, nur einfach. Also könnt ihr, wenn ihr da struggelt, auch die fortgeschrittenen Guide als Vorlage nehmen. Und für umgekehrt werde ich dann ebenfalls noch ein Video erstellen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich bin am ersten Spot hier einmal in Nordend und zwar in der Drachenöde. Und hier sind wir oben auf den Koordinaten 61, 12. Und würde ich sagen, starten wir mal durch. Den Kollegen zum Anquatschen haben wir, glaube ich, irgendwo hier unten. Da muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Normal bin ich jetzt gerade schon geflogen, muss gestehen. Ich bin ein bisschen raus aus den Drachenrennen. Ich bin jetzt schon eine Weile keine mehr geflogen. Seit halt eigentlich dem letzten Cup, ne, tatsächlich. Juti, aber dann fangen wir an und starten einmal durch. Also fortgeschrittene Strecke. So, dann let's go hier. Bei mir ist es jetzt hier der zweite Try. Ich habe eben einen so einen Ring übersehen. Jetzt gucken wir mal. Also, wir machen hier ein bisschen Vorwärtsflug. Waren vielleicht auch ein bisschen Elan zumindest, ne? Hier können wir einen Delfin-Manöver einstreuen. Heißt, wir gucken nach oben, nehmen den Hochflug und dann drehen wir die Kamera bzw. die Nase von dem Drachen direkt wieder nach unten. Dann kriegen wir ein bisschen extra Speed. Hier war es jetzt ein bisschen tricky. Ja gut, eigentlich ist es nicht tricky, wenn ich ehrlich bin. Den Ring habe ich verpasst, habe direkt schon auf den nächsten spekuliert. Und dementsprechend bin ich voll vorbeigeflogen. Das ist jetzt eher suboptimal. Hier kann man, denke ich mal, nochmal ein paar Mal Vorwärtsspeed reinhauen. Die Orb nehmen wir mit. Die hier eigentlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie verpasst habe. Das war jetzt nicht so ganz optimal. Aber ich glaube, die haben eine relativ große Hitbox. Also es müsste eigentlich schon gepasst haben. So, hier können wir wieder ein bisschen nach oben. Und dann geht es steil nach unten. Vorwärtsspeed, da können wir vielleicht ein bisschen Delfinen. Und hier auch nochmal. Dann ein bisschen Vorwärtsspeed rein. Nochmal, wir haben eigentlich viel zu viel Laden. Ich muss ein bisschen durchpulvern. Ich glaube, da, ich habe ein bisschen zu sehr gespart. Ich gehe da am Anfang immer ein bisschen konservativ ran. Spar lieber ein bisschen mehr. Nicht, dass man am Ende weil sie ohne Elan da hockt und die zu sehr runtergeslowt ist, aber ich glaube, da war ich am Anfang jetzt definitiv zu langsam. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt pulvern wir halt am Ende noch ordentlich raus und schauen einfach, ob es zeitlich reicht, ne? Ich glaube, da hinten ist schon zu Ende. Ne, da geht's nochmal hoch. Nochmal. Ich habe immer noch 2 Elan. Jetzt habe ich wirklich die ganze Zeit durchgepulvert. Okay, und es hat, ja, das waren 4 Sekunden waren es fast drunter und das haben wir nicht optimal gemacht. Also man kann am Anfang, denke ich mal, wesentlich mehr Elan raushauen. Ich dachte mir, ich spare mir jetzt ein bisschen was, aber das war gar nicht nötig. Gut, dann können wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier in der, im Kristallsangen irgendwas. Kristallsangenwald, so rum heißt der, genau. Und ja, da sind wir hier unten auf den Koordinaten 91, 70. Und da können wir dann wieder die fortgeschrittene Strecke fliegen. So, dann schauen wir mal. Zweiter Try. Beim ersten bin ich ganz am Ende wo hängen geblieben. Das war jetzt eher nix. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe vorhin ein bisschen zu viel Elan auch gespart. Wir können hier am Anfang ruhig ein bisschen was rauspulvern. Natürlich nicht alles, ne? Machen wir mal einen Delfinflug. Hier auch nochmal. Nach vorne rauspulvern. Am Anfang gibt es relativ viele von diesen Orbs, ne, die uns Elan bringen. Hinten raus eher weniger tatsächlich. Also da muss man dann ein bisschen gucken. Heißt, ein bisschen was solltet ihr eigentlich im Optimalfall sparen. Dass er am Ende nicht komplett ohne dasteht. Das machen wir nochmal ein bisschen Delfinflug hier. Die Feuerorbs wollen wir übrigens nicht berühren. Wenn wir die nämlich erwischen, dann
sieht es ein bisschen schlecht für uns aus. Da werden wir dann übelst weggeslowt und ja, das ist quasi so ein bisschen das Todesurteil. Deswegen schauen, dass man die nicht berührt und vor allem, was man halt hauptsächlich gucken muss, wenn, oh, da bin ich jetzt ein bisschen verkehrt geflogen, wenn die am Boden quasi rausspawnen, dass man da nicht an den Spawnpunkt ranfliegt, weil dann sieht man natürlich nicht, wann sie genau kommen und dann, ja, kann es halt sein, dass die in einem drin spawnen. Das hatte ich, also gut, auf der Strecke ist das jetzt, glaube ich, nicht das Problem, aber auf ein oder anderen Strecke hatte ich da schon die Problematik, ne, dass ein Ring da ziemlich genau da ist, wo der Spawnpunkt liegt und ja, dann wird es halt fies. Da bin ich vorher hängen geblieben, ne? Da geht's ein bisschen fies um die Ecke rum. Jetzt gucken wir mal, ob es gereicht hat. Jawohl. Aber, na, es war 1,2 Sekunden war ich drunter. Ist okay, ne? Also, hängen bleiben darf man halt nicht, sonst war es das definitiv. Gut, dann können wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir in Zuldrak. Und da bin ich jetzt auf den Koordinaten 40, 39. Und dann würde ich sagen, starten wir das Rennen wieder, wenn wir einen NPC finden. Da haben wir ihn. Einmal fortgeschritten. So, und bei mir ist das der zweite Try. Eben habe ich eine Kurve ein bisschen zu weit genommen und es hat eine halbe Sekunde gefehlt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Zeit rausholen. Ich benutze jetzt mal hier hauptsächlich den Vorwärtsflug, ne? Wir sind relativ nah am Boden die ganze Zeit und haben quasi nicht so viel Nutzen vom Delfinfliegen, ne? Das können wir natürlich auch machen. Aber da fliegen wir so ein bisschen zu weit aus der Ideallinie. Vielleicht hier können wir es einmal benutzen. Das wäre vielleicht eine Geschichte. Und dann gegen Ende nochmal, wo wir eh nochmal hoch zum Turm müssen, ne? Da wäre es wahrscheinlich auch nochmal eine Sache, die Sinn machen könnte zumindest. Da war ich jetzt aber fast zu nah an dem Objekt, ne? Da wären wir fast hängen geblieben. Hier können wir es nochmal probieren. Hat jetzt aber auch nicht viel rausgeholt. Hat mich wahrscheinlich eher geslowt, zumindest gefühlt, ne? Mal nach oben. Mal rein und ja, diesmal hat es gereicht. Hoi, da waren wir jetzt 4,5 Sekunden sogar drunter. Krass, vorher waren wir eine halbe Sekunde. Also so viel besser habe ich es auch nicht geflogen wie beim ersten Mal. Aber gut, passt, haben wir das auch abgehakt. So, dann sind wir beim nächsten Spot. Und zwar sind wir immer noch in Zuldrak. Einmal hier oben auf den Koordinaten 83, 17. Und hier wollen wir jetzt das fortgeschrittene Rennen fliegen. Also hier fortgeschritten. Und ja, wir wollen direkt hier nach unten. Das habe ich jetzt im normalen Rennen ein bisschen verkackt tatsächlich. Wollte gleich zum zweiten Ring. Und ja, das machen wir jetzt im Fortgeschritten ein bisschen besser, weil hier sind ja die Timer auch ein wenig enger gesteckt. Und ja, jetzt gucken wir. Also erstmal ein bisschen vorwärts biegen. Jetzt noch nichts Interessantes. Vielleicht können wir bei dem einen oder anderen Spot nachher ein bisschen Delfinflug reinhauen. Solange wir jetzt hier so nah am Boden sind, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Ja, es geht auch oft hier durch die Gebäude durch, ne? Da ist eigentlich der Vorwärtsflug auch das Mittel der Wahl. Hier, na, ne, das lohnt sich nicht. Da können wir jetzt hier vielleicht nochmal. Na, weiß ich nicht, ob es das Wurf war, wenn ich ehrlich bin. So, schauen wir mal, vom Timer her hat es aber trotzdem gereicht für die Goldzeit. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir direkt das nächste Rennen an. Als nächstes sind wir dann hier in den Grizzly-Hügeln. Und zwar hier einmal auf den Koordinaten 44, 43. Und dort starten wir jetzt das nächste Fortgeschrittene. So, dann machen wir hier den zweiten Try. Ich habe eben den Ring verpasst, das war nix. Jetzt machen wir hier ein bisschen Vorwärtsspeed. Und da können wir dann ein bisschen reindelfinen hier. Ein bisschen Vorwärtsspeed. Einmal hier unter der Bahn durch. Versuchen die Kurven halbwegs eng zu fliegen. Schön die grünen Orbs mitnehmen, ne, dass wir ein bisschen extra Elan kriegen. Und hier wird es jetzt dann ein Ticken tricky. Da müssen wir wieder unten durch. Dann ein bisschen Slalom zwischen den Bäumen hin und her. Da habe ich jetzt, glaube ich, eine Orb liegen lassen. Das war jetzt nicht optimal. Hier haben wir ein paar relativ scharfe Kurven. Da wäre ich jetzt aber fast hängen geblieben. Theoretisch könnten wir hier auch delfinen, aber so nah am Boden ist immer schwierig, ne? Dann hebst du zu weit ab.
verpasst das Ding. Hier können wir einen Delfinflug reinhauen. Ein paar Mal nach vorne speeden. Wir haben eigentlich viel zu viele Lahn über, merke ich gerade. Dann habe ich nicht genug rausgepulvert. Ja, jetzt gehen wir mit fast zwei vollen Elan hier ins Ziel. Sind auch nur ziemlich knapp drunter, ne? Also man hätte zwischendrin viel mehr Elan rauspulvern können, aber Gold ist Gold, ne? Das ist alles, was zählt. Juti, dann sind wir am nächsten Spot und zwar diesmal hier im Heulenden Fjord. Und ja, direkt in der Mitte auf der Festung. Das ist auf den Koordinaten 57, 48. Und hier wollen wir jetzt wieder ein fortgeschrittenes Rennen fliegen. So, gleich erster Durchlauf. Mal gucken, ob das was wird. Also wir fliegen erstmal ein bisschen nach vorne und nochmal ein bisschen Vorwärtsschub. Dann geht's steil nach unten. Einmal hier durch die Burg durch. Ein bisschen Vorwärtsspeed. Durchbredeln. Hier sind jetzt tatsächlich relativ wenig Orbs. Wir könnten gleich mal hier... Ich mach mal einen Delfinflug. Da wären wir gerade zu langsam. Dann geht's ein bisschen nach unten. Machen wir Speed mal rein. Machen wir nochmal Delfin. Nochmal nach oben. Hier können wir dann wieder nach oben. So. Und nochmal. Nochmal ein bisschen Delfin. Wieder Schnauze nach unten ziehen, ne? Hier geht steil nach unten. Das habe ich beim Normalflug, habe ich das nicht gesehen gehabt, ne? Das erste Mal. Das hat mich ein bisschen überrascht. Dann speeden wir hier. Mal ein bisschen rein, Delfinen. Vorwärtsspeed. Ein bisschen Bodenkratzer noch mitgenommen. Komm, noch mehr Vorwärtsspeed. Nochmal. Komm, dann können wir jetzt nach oben. Nochmal nach oben. Ah, ich habe ein bisschen zu viele Elan über, ne? Also, da haben wir ein bisschen was gewastet, aber 1,5 Sekunden drunter, das hat gepasst. Easy. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar befinden wir uns immer noch im Heulenden Fjord. Diesmal sind wir hier unten auf den Koordinaten 42, 68 und ich würde sagen, da starten wir jetzt durch mit dem fortgeschrittenen Rennen. Nudala, gleich der erste Try. Jetzt mal gucken, ob das was wird. Jetzt hier erstmal ein gutes Stück nach unten, da können wir auch ein bisschen Elan theoretisch aufbauen. Wir bredeln aber trotzdem ein bisschen den Vorwärtsspeed durch. Hier können wir quasi vermeiden, unter der Planke durchzumüssen. Ne? Wir können quasi oben den Ring noch so andippen und es zählt trotzdem, wie ihr gerade gesehen habt. Vorwärtsspeed. Ich glaube, ich versuche jetzt mal einmal hier einen Delfinflug. Nochmal ein Delfin hier um die Ecke. Vorwärtsspeed. Delfin mal nochmal. Vorwärtsspeed. Okay, der Delfin war jetzt unnötig. Da wäre ich jetzt fast dran vorbeigeschossen, ne? Ja, wahrscheinlich ist Vorwärtsspeed hier auch vollkommen ausreichend. Schätze ich mal. Hier müssen wir jetzt ein bisschen nach oben. Schon wieder zu viel Elan offen. Hat aber trotzdem gereicht um fast 4 Sekunden. Ja, nicht schlecht. War auch eine relativ einfache Strecke. So, wir sind am nächsten Spot und wie ihr seht, sind wir hier in ICC oben auf den Koordinaten 51, 90, also hier in der Eiskrone. Und dann würde ich sagen, legen wir mal mit dem fortgeschrittenen Rennen los. So, zweiter Try, einmal nach oben und dann direkt nach vorne. Nochmal. Und hier können wir jetzt diese Winde mitnehmen, rechts. Und links, also beide. Und dann hier einmal durch, also... Können wir einmal nach unten. Man sollte eigentlich wahrscheinlich ein bisschen schauen, dass man Elan spart. Ne? Da haben wir jetzt schon ein bisschen verkackt am Anfang. Ich glaube, das Abheben wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber gut. Wir können dann auch schauen, dass wir ein bisschen zumindest am Boden immer kratzen. Da kriegen wir ja auch noch einen Ticken extra Elan. Hier drüber, dann geht es ordentlich nach unten. Da können wir hier dann diese extra Ordner mitnehmen. Haben oder nicht haben, ne? Ist schon nicht schlecht. Dann wieder ein bisschen am Boden lang kratzen. Und ordentlich nach oben. Okay, ich habe eigentlich genug Elan. Wir können jetzt ordentlich durchspeeden, hätte ich behauptet. Dass wir da nirgends andotzen. Dann nehmen wir hier die Speedwolken wieder mit. Und das natürlich auch. Einmal durch und ordentlich nach oben. Speeden wir jetzt hier nochmal rein.
Und dass wir die immer eng schneiden, die Dinger. Dass wir möglichst wenig Zeit verschwenden. Hier müssen wir jetzt einmal durch das Gerippe durch, ne? Das könnte ein bisschen enger werden an der Stelle. Nach oben. Können wir nochmal ein paar Winde mitnehmen. Ja gut, ich weiß nicht, der war es glaube ich jetzt nicht wert. Und ins Ziel und da haben wir auch tatsächlich die Goldwertung. Gut, dann schauen wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt einmal im Schulhäuserbecken. Und da wollen wir wieder das fortgeschrittene Rennen fliegen. Dann gucken wir mal, ob wir das First Try hinkriegen. Also es geht erstmal steil nach unten. Dann können wir ein bisschen reinspeeden. Ich habe hier in der normalen Strecke hatte ich schon dezente Probleme, weil ich andauernd irgendwo hängen geblieben bin. Also jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen besser fliegen. Also ja, im Gegensatz zu den anderen Rennen, die wir bis jetzt gemacht haben, ist hier zumindest viel Potenzial, was theoretisch schief gehen kann. Vor allem sind dann auch die ein oder anderen Ringe nicht ganz gut sichtbar, ne? Also den nächsten, den man braucht, hier zum Beispiel, da ist, ne? Sieht man den erst kurz, bevor man dran ist, weil da so ein Baum da im Weg ist. Oder hier eine starke Kurve mit einem Haufen Bäumchen. Also da muss man schon ein bisschen gutes Auge haben und oder die Strecke vielleicht schon ein, zwei Mal geflogen haben, dass man weiß, wo es jetzt halt hingeht. Aber ich denke mal, wenn man halbwegs safe fliegt, sollte das auch kein Stress sein. Ich meine jetzt hier hauptsächlich den Vorwärtsschub. Könnte wahrscheinlich auch ein bisschen Delfin, aber man ist relativ nah am Boden. Hier muss man aufpassen, das Haus, ne, diese Kurve, dass man die richtig kriegt, ist zum Teil ein bisschen knackig. Das beim ersten Flug, den ich im Normalmodus gemacht habe, bin ich in der Hütte hängen geblieben. Das war dezent ärgerlich. Können wir hier vielleicht mal ein bisschen rein delfinen. Hier denke ich mal auch, weil es nach oben geht. Und hier geht es sowieso nach oben. Hier auch nochmal. Oh, habe ich das Ding jetzt mitgenommen? Naja, ich glaube, ich habe es mitgenommen, ne? Dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Speed hier. Speed machen wir an. Und ja, das müsste gereicht haben. Ja, 4 Sekunden waren wir drunter, na wunderbar. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 54, 15. Und da wollen wir jetzt wieder die fortgeschrittene Strecke fliegen. So, Try Nummer 2. Beim ersten war ich jetzt 0,1 irgendwas drunter, also relativ knapp. Die Strecke scheint jetzt schon ein bisschen knackiger zu sein. Vor allem, da ist einiges an Potenzial, dass man wo hängen bleibt. Delfinflug ist quasi meines Erachtens kaum sinnig, ne? Weil man fast die ganze Zeit da am Boden entlang schrammt. Hier über diesen Kran oder Bagger oder was das sein soll, kann man übrigens auch, wie ihr gerade gesehen habt, oben drüber. Ah, jetzt habe ich ein bisschen angedotzt. Was? Und nochmal. Okay, ich glaube, das war's schon. Zweimal angedotzt wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Na doch. Naja, knappe Sekunde drunter. Hat gepasst. Obwohl ich zweimal so... Also ich wurde ein bisschen geslowt, glaube ich. Ne? Jetzt nicht krass, aber ein bisschen zumindest. Ja gut, dann schauen wir weiter. So, dann sind wir im nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich immer noch in der boreanischen Tundra. Und jetzt sind wir hier oben in Caldara. Und da sind wir auf den Koordinaten 32, 24. Und ja, da würde ich sagen, starten wir mal das fortgeschrittene Rennen. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Erster Try. Ich muss gestehen, selbst im Normal habe ich jetzt ein paar Tries gebraucht, bis ich nicht irgendwo hängen geblieben bin. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die Übung hier mitnehmen konnten. Hier ist es ein bisschen tricky, da der Baum, wo ich eben vorbeigeflogen bin, habe ich glaube ich 2 oder 3 Mal hängen geblieben. Da ist nämlich ein Ast, der bremst dich so runter, wie wenn du direkt gegen den Boden fliegst. Also keine Ahnung, durch die ganzen anderen Sachen kannst du durchfliegen, aber der eine Ast, der sagt, nee, der ist nämlich stabil. Muss mal gucken, also hier habe ich... Hauptsächlich hauen wir jetzt den Vorwärtsspeed rein. Ein bisschen blöd ist es, weil wir nicht so viel Elan hier kriegen auf der Strecke. Und durch, dann können wir jetzt mal ein bisschen ein Delfinflugmanöver einbauen. Geht steil nach unten. Eigentlich ist die Strecke gar nicht so lang, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das hat tatsächlich gereicht. First Try Gold. Beim Normal habe ich jetzt 3 oder 4 Tries gebraucht, ne? Und, aber gut, das war jetzt schon Übung hier für den Run. Dann gucken wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am letzten Spot. Und zwar ist der einmal hier im Sturmgipfel oben. Und dort bin ich jetzt auf den Koordinaten 46, 21. Und da würde ich sagen, fliegen wir jetzt erstmal das fortgeschrittene Rennen. Juti, als allererstes geht es jetzt hier erstmal ein bisschen steil runter.
Mal hier ein bisschen den Vorwärtsspeed anmachen. Dann ticken runter. Theoretisch hätten wir da vorhin auch einen Delfinflug reinhauen können. Aber den können wir jetzt theoretisch hier machen. Da geht es einen Ticken hoch. Das jetzt mal. Komm, hier machen wir nochmal. Er bringt, wenn man richtig macht, bringt er mehr Geschwindigkeit als der Vorwärtsspeed. Wenn wir runterfliegen, ist es aber suboptimal, ne? Also jetzt hier ein bisschen Vorwärtsspeed rein. Dann nochmal. Nochmal ein bisschen Speed. Können wir theoretisch wieder ein bisschen reindelfen. Hier geht's nach oben, da machen wir es auf jeden Fall. Nochmal und da nochmal. Oh, ich habe viel zu viele Elan. Warte mal, wir haben schon gewastet, merke ich gerade. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall rauspulvern. Wir haben zu konservativ den Elan verwaltet. Komm, prügeln wir jetzt mal ein bisschen durch. Hier nochmal. Ich bin die ganze Zeit am Cap. Das ist eigentlich nicht gut, also. Komm, hier. Jetzt wird ordentlich durchgeprügelt. Also hier liegt ja richtig viele von diesen Orbs, ne? Das ist ja schon richtig krass. So, jetzt schauen wir mal, ob es gereicht hat. Ich sehe 3 Münzen. Wir waren 0,2 Runden. Also es war eine richtig close Angelegenheit, aber Gold ist Gold. Und ja, wahrscheinlich hätte ich das Elan am Anfang ein bisschen effizienter einsetzen sollen. Also da habe ich oft overcapped tatsächlich. So, jetzt sind wir damit aber tatsächlich durch. Haben den fortgeschrittenen Modus abgeschlossen. Und falls ihr den anderen auch noch machen wollt, den umgekehrten, da werde ich mich jetzt auch noch anhocken. Und da kommt dann, ja, quasi Tage, beziehungsweise wahrscheinlich morgen, das Video für die umgekehrten Rennen. Ich, verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.